Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Whispered World, Folge 5. Ja, in der letzten Folge sind wir, sind wir nicht mehr so richtig weitergekommen. Es scheiterte an der Aufgabe, dass wir irgendwie einen Fisch fangen sollen. Und dann kann ich mich aber noch daran erinnern, dass wir auf jeden Fall auch hier schon mit Ben und mit Opa gesprochen haben. Entschuldigung, ich habe gerade ein bisschen was gegessen. So. Jetzt würde ich aber gerne nochmal zurückgehen. Ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt ausreichend war, mit den beiden darüber zu sprechen. Hier sind wir gerade. Wir müssen ans Ufer. Da ist nämlich der Typi, für den wir einen Fisch fangen sollen. Ich werde ihn jetzt auch nochmal ansprechen. Hallo, Bobby. Ach, Sedgwick. Erschreck mich doch nicht so. Wegen dieser Aufgabe. Bist du noch nicht fertig? Nee. Mir platzt gleich der Magen. Was ist denn, wenn wir sagen, ich schaff das nicht? Ich krieg das schon hin. Ich glaube an dich, Sedgwick. Ich glaube, das hat mich schon ausprobiert, ne? Du kannst kein Chaski sein. Ach ja? Warum nicht? Hatten wir das nicht auch alles schon? Chaski sind heitere Abenteurer und keine... Ha, das musst du gerade sagen. Bei deinem Anblick geht auch nicht gerade die Sonne auf, weißt du? Ich habe nicht gut geschlafen. Ich leide unter Albträumen. Albträume, sagst du? Chaski sind raffinierte Spurenleser und keine... Also ich weiß nicht, ob man das vielleicht jetzt so aussieht. Ich habe mich nicht verlaufen. Ich bin mir nur nicht sicher, wo es lang geht. Das ist alles. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall was davon hatten, aber ich weiß nicht, ob wir alles ausprobiert haben. Deswegen mache ich das jetzt einfach alles nochmal. Chaski sind mutige Helden, keine... Das stimmt. Was denkst du denn, was mich hierher verschlägt? Ich befinde mich auf einem haarsträubenden Abenteuer. Das Schicksal der Welt liegt in meinen Händen. Du übertreibst. Kein Stück. So ausweglos war die Lage selten. Ich erzähle dir lieber nichts davon. Du könntest nachts nicht mehr ruhig schlafen. Ha, dann wäre ja nichts verloren. Eigentlich weiß ich gar nicht so viel über die Chaski. Und ich habe leider keine Zeit, dir von meinen tollkühnen Abenteuern zu erzählen. Schade eigentlich. Sie sind sehr spannend und episch. Und hier und da gibt es sogar amüsante Passagen. Tja, ein Jammer. So. Bis später. Ebenso. Jetzt haben wir auf jeden Fall nochmal alles durch. Jetzt probiere ich nochmal so ein bisschen was aus. Nicht spotten, nicht... Achso, ich muss ja mal gedrückt halten. So, können wir ihm irgendwas geben? Den Boden. Das hier ist übrigens mein Haustier, Spot. Ist er giftig? Nein, aber er kann giftig werden, wenn man ihn reizt. Da besteht keine Gefahr. Wir Chaski sind gut Freund mit allen Tieren. Ah! Okay. So wie... Genau, Inventar. Schatulle. Was soll ich denn damit? Ich bin ein Abenteurer und kein Trödelhändler. Entschuldigung, wie konnte ich das nur verwechseln? Ja, ihr wisst ja, ich habe immer noch keine Idee. Deswegen probieren wir einfach alles aus, was mir noch so einfällt. Brauchst du ein Taschentuch? Was? Sehe ich etwa so aus? Wie ein Taschentuch? Um ehrlich zu sein, ja. Wie ein benutztes sogar. Super. So, das Gebiss. Braucht er vielleicht das? Nein, danke. Das brauche ich nicht. Wir Chaski haben sehr feste Zähne, musst du wissen. Feste Zähne, loses Mundwerk. Was sagst du? Ach, nichts. Aber das können wir übrigens auch bei den anderen beiden nochmal ausprobieren, bei Ben und Opa, ne? Denen gewisse Sachen einfach zeigen. Was soll ich denn damit? Ich bin ein Abenteurer. Und Entschuldigung. Gut, das kennen wir schon. Alles, was wir kennen, versuche ich wegzuklicken, ne? Schaufel. Nein, auf dem Boden, meine ich, wollte ich machen. Was soll ich denn damit? Ich bin ein Abenteurer. Entschuldigung. So, und dann haben wir jetzt eigentlich noch diesen Zettel. Offenbar gehört es zu meinen Aufgaben, Publikum heranzuschaffen. Mein Leben ist eine einzige große Demütigung. Gut. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt hier... Ach nee, den Stock hatten wir noch nicht. Was soll ich denn damit? Ich bin ein... Entschuldigung. So, ich glaube, wir hatten in der letzten Folge auch probiert, mit Spot alles Mögliche... Also alles Mögliche mit Spot versucht zu kombinieren, das ging auch nicht. Wir haben in unserer Taschen ja auch noch nicht drin. Okay, dann müssen wir leider nochmal zurückgehen, wieder zu Ben und Opa.
Und dann zeige ich denen einfach noch mal ein paar Sachen. Sammelst du schon wieder Krempel? Lass mich damit in Ruhe. Du siehst doch, dass ich alle Hände voll zu tun habe. Ich will einfach nichts übersehen und alles Mögliche ausprobieren, ne? Das zeige ich ihm lieber nicht. Er hasst es, wenn ich in seinen Sachen wühle. Okay, das dann nicht. Was mit dem Taschentuch? Sammelst du schon wieder? Lass mich, du siehst doch. Okay, das ist das Gleiche wie eben mit dem Stock. Ist das etwa Opas Gebiss? Leg das sofort wieder zurück. Oder willst du, dass es in Zukunft nur noch Suppe gibt? Ich weiß nicht, was wir mit dem Gebiss machen sollen, ey. Sammelst du schon wieder? Lass mich, du siehst doch. Ja, das kennen wir. Jetzt haben wir noch die Schaufel. Was willst du denn mit der Schaufel, sag mal? Wenn du dich nützlich machen willst, dann erledige die Aufgaben, die ich dir diktiert habe. Mhm. Jetzt hängen wir dir auch nochmal den Zettel, da sind ja deine Aufgaben drauf. Hast du deine Aufgaben schon alle erledigt? Nein. Nein. Warum nur, wundert mich das nicht? Aber die Aufgaben sind alle dämlich. Ach, du hättest gerne intelligentere Aufgaben. Glaubst du etwa, dann schaffst du mehr? Oder willst du gegen sie Schach spielen? Zum letzten Mal, mach deine Arbeit. Okay. Es war auch nicht so sonderlich erfolgreich gerade. Opa. Wir zeigen dir mal zuerst das Gebiss. Brauchst du deine Zähne, Opa? Ach, wozu? Heute gibt es Suppe. Das stören die nur. Okay, gute Antwort. Kann ich mir dein Taschentuch ausborgen, Opa? Natürlich, Junge, bedien dich. Als ich jung war, lief mir auch immer die Nase. Das hat man ja schon probiert, ne? Stirb mit Taschentuch. Was mach ich denn da schon wieder? Es ist nur eine... Genau, das ging nicht. Korken? Nein, ich wollte es nicht wegklicken. Den zeige ich ihm besser nicht. Opa wird sehr wütend, wenn man seine Flaschen entkorkt. Wie an dem Tag, als ich aus Versehen den Bienenstich geöffnet habe. Ich hätte wissen müssen, dass damit nicht der Kuchen gemeint sein konnte. Okay. Du hast doch nicht etwa vor, meinen Kompass umzugraben, oder? Eigentlich nicht. Nein. Gut so. Das ist auch ohnehin nicht nötig. Und du hättest auch keine verstörenden Entdeckungen gemacht. So glauben wir ihn das noch nicht. Ich frage Opa lieber nicht, ob er mir bei meinen Aufgaben hilft. Er würde es am Ende sogar tun. Und dann würde ich mich noch schlechter fühlen, falls das überhaupt möglich ist. So, dann haben wir noch die Schatulle. Opa ist kein verschlossener Mensch. Im Gegenteil, er ist ein offenes Buch, bei dem allerdings langsam die Buchstaben verbleichen. Ich lasse Kompass und Karte immer aus, weil ich dachte, dass wir die dafür nur brauchen, um hier weiterzukommen. Ich könnte Opa niemals hoffe, ich mache damit keinen Fehler. Einfach zu viele von diesen schmerzstillenden Medikamenten. So, können wir das Zugtier wecken? Nee, er wird Ben wieder sauer Lass mit uns. Lass Bruno in Ruhe. Im Gegensatz zu dir. So, aber hier hat man noch die Falle. Das eignet sich nicht, um Feuerdrachen anzulocken. Opa benutzt immer Noai-Eier als Köder. Brauchen wir denn unbedingt diese Eier? Kann man nicht irgendwas anderes da reinstecken? Das eignet sich nicht, um Opa... Ach. Gebiss. Das eignet sich, Opa... Nee, wir müssen, glaube ich, wirklich nur quetsche komischen Eier da reinstecken. Das eignet Opa bin. Okay, was haben wir denn hier noch? Ich muss mal ganz kurz gucken. Im Wohnwagen können wir noch mal rein. Wir haben natürlich noch die Klamotten. Das Wasser haben wir noch. Eimer. Ich sollte die Sachen, die ich mit mir ruhig will, Ach so, das hatten wir auch schon ausprobiert, ne? Die nass zu machen. Das ging nicht. Finger weg von der Wäsche. Du machst sie ja doch nur wieder. So, die Wäsche können wir auch nicht abnehmen. Nicht mit dem Stock? Finger weg, du machst sie... Nee. Okay, ich habe das Gefühl wirklich, dass wir eigentlich so gut wie alles ausprobiert haben. Im Wohnwagen selber, also in beiden, denke ich mal, wird auch nichts weiter sein. Da hat man uns eigentlich auch schon in den letzten Folgen da sehr genau umgeschaut. Okay, dann werde ich jetzt einfach... Ich wollte es ja eigentlich mal am Ende, das... Nicht das Part, sondern am Ende... aktivieren diese Entwicklerkommentare, wenn wir ein Bild, eine Szene sozusagen geschafft haben. Aber da ich jetzt wirklich absolut nicht weiter weiß, mache ich jetzt einfach mal an, damit wir wenigstens ein bisschen was in der Folge Neues erlebt haben. Ich denke mal auch nicht, dass sie uns das spoilern werden. Wir lassen mal die beiden Herren reden, ne? Das hier, der Screen, da hast du dich doch am Norderstedter Stadtsee inspirieren lassen, Richtig, ne? An dem Stadtsee. Gibt's den? Es gibt
Kiespude. Die Johnson. Ja, die ist so ähnlich, Johnson, oder? Johnson Kiespude. Ja, genau. Richtig. Ja, die haben sie ja, ja, schön. Genau, die haben sie im Zuge der Landesgartenschau haben sie die ganz schön. Früher konnte man da umsonst baden. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, hast du auch gesungen da? Jetzt ist Teil vom Ariba Freibad geworden. Wie? Nee. Bobby ist ein cooles Thema. Der Begriff Chaski, den ich hier verwendet habe, um diese Boten des Königs zu betiteln, den habe ich nämlich tatsächlich mal recherchiert. Ich recherchiere ja nicht viel für Spiele, so, aber den Begriff Chaski habe ich recherchiert. Da bin ich drauf gekommen, dass halt in Südamerika Boten Chaski hießen, weil die halt irgendwie sehr viel über Gebirge klettern mussten und so weiter. Und das hat mich irgendwie fasziniert. Ich fand halt irgendwie diese heldenhaften Boten, die halt Nachrichten übertragen mussten und dann halt irgendwie über so mit Rucksack und Gepäck und so weiter über diese Hängebrücken und so weiter, die man halt irgendwie aus Abenteuerfilmen oder Alter, wo ist mein Lama oder so kennt. Das ist super, das wusste ich gar nicht. Ja, die heißen tatsächlich Chaski, das ist tatsächlich ein richtiger Begriff und den habe ich benutzt für die Legende der Chaski und es ist halt besonders schön, so einen Begriff einzuführen und gleich wieder zu kompromittieren, weil Bobby ja als Chaski halt von dem Kodex der Chaski spricht und was das nicht für tolle Leute sind und halt selber halt die totale Flachfluppe ist. Dass man halt nicht genau weiß, ob es da irgendwelche heldenhaften Chaski gibt oder ob das nur alles seinem Bratpfanden Kopf entspringt. Wusste ich gar nicht. Sehr Echt schön. Nicht? Sehr schön. Nee. Das, da habe ich mir schon Mühe gegeben. So gut gemacht. Ja, im nächsten Screen schon wieder nicht mehr, aber. Ja, also wir haben keinen Hinweis bekommen über das, was wir hier machen sollen. Also keine Spoiler, das ist schon mal gut. Dann sprachen sie über den nächsten Screen, wo ich mir denke, ob wir den jeweils sehen werden. Ich weiß es nicht, wenn ich so weitermache, irgendwie nicht. Oh je, Hilfe, ich brauche eure Hilfe. So, nochmal, hier haben wir nur den See, diese komische Insel. Können wir irgendwas darüber schmeißen? Können wir Spot darüber schmeißen, zur Insel? Flieg, Spot. Wenn Spot doch bloß fliegen könnte. Wenn ich einfach weit genug werfe, klappt das schon. Ah. Okay, Spot, mach dich mal nochmal schlank. Vielleicht, wenn du schlank bist. Wenn Spot doch bloß fliegen könnte. Na. Das hier ist übrigens mein Haus. Ist er Gift? Nein. Aber da besteht Kaviar. Das kennen wir. Okay, was zum Kuckuck sollen wir hier tun? Ja, ich meine gut. Oh, wisst ihr was? Hallo, Bobby. Ach, Seth. Wegen dieser Aufgabe. Bist du noch nicht fertig? Mir platzt gleich der Magen. Weißt du was? Angel die selber. Fische, ich schaff das nicht. Du kannst doch jetzt nicht einfach aufgeben. Ein Chaski, gib niemals auf, Sedgwick. Ich bin kein Chaski. Und auf diese Weise wirst du auch nie einer. Ich gebe dir einen Tipp, ja, wenn du nicht weiterkommst. Frag dich einfach, was würde Bobby in dieser Situation machen? Tatenlos rumsitzen. Wie ich sehe, muss ich dir noch eine ganze Menge beibringen. Was war das für ein Tipp? Das war ja überhaupt kein Tipp. Ich krieg das schon hin. Ich glaube an dich, Sedgwick. Wegen dieser Aufgabe. Bist du noch nicht fertig? Mir platzt gleich. Kriegen wir da einen anderen Tipp? Nö. Ich glaube. Bis später. Ebenso. Bobby würde wahrscheinlich seine Pfanne nehmen vom Kopf. Und damit einen Fisch fangen. Weiß ich nicht. Oder seinen Rucksack, den wir nicht angrabbeln dürfen. Sie. Mit den Händen fangen dürfen wir ja auch nicht. Ich glaube ja nicht, dass ich imstande bin, Fische mit... Nein, keine Chance. Ich komme nicht. Ich bin einfach... Das kennen wir auch alles. Wir haben auch versucht, Spot schon da reinzuschmeißen. Was auch nicht geht. Er hat schon genug getrunken. Ich komme hier einfach nicht weiter, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie wir da einen Fisch rauskriegen sollen. Alles, was wir im Inventar haben, habe ich versucht schon zu benutzen mit dem See. Bin ich mir sehr sicher, dass wir das alles schon probiert haben. Hier haben wir nur so einen dämlichen Stock gefunden. Tja. Keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. So. Ich weiß nicht, ob die nochmal mit uns reden. Da, beziehungsweise ob die was Neues erzählen. Hallo, Opa. Ach, hallo, Ben. Drückt dir der Hut immer noch? Sag mal, Opa, du hast doch viel erlebt. Ha!
Das will ich meinen. Frag mich ruhig so viel wie du nur tragen kannst. Ja. Weißt du was? Okay. Ich schlage es einfach selber nach. Ja, ich wirke, aber Mann. Da gibt's nichts weiter. Bis spät. Kopf hoch. So, Ben. Hast du noch irgendwas Neues Hallo, für uns? Ben. Worum geht's ich echt diesmal? Verzweifle. Ich bin schon voll am Gibt Verzweifeln. Gibt es etwas zu tun? Hab ich es dir nicht. Am besten du probst oder du guckst dich. Vielleicht findest du jemanden, der... Dann mach ich lieb. Okay, auch nichts Neues. Ja, bis und denk dran, immerhin bist du ein... Okay, ich habe echt das Gefühl, wir haben alles ausprobiert. So, nochmal rein in den Wohnwagen. Kessel. Moment, ich mach mal kurz nochmal leicht. Ah, das haben wir noch nicht gehabt. Das Haarnetz. Toll. Opas Kommt das Haarnetz. Denn her? Er benutzt es immer, wenn seine Haare nicht nass werden sollen. Zum Baden, zum Kochen. Hing das vorher auch schon zum da? Zum Schlafen. Ja, lecker. Es geht doch nichts über das belebende Gefühl Toll. Von Läusen, die zwischen den Zähnen hin und her krabbeln, nicht wahr? Ich glaube, mit dem Haarnetz können wir jetzt auch einen Fisch fangen. Krass, warum hing das ernsthaft? Hing das vorher da oder hing das erst jetzt da? Da muss ich mir echt mal nochmal die alten Folgen... Und die alten Folgen, das klingt voll krass. Ich meine, so alt sind die Folgen ja noch nicht. Muss ich mir echt mal die letzte Folge nochmal angucken. So, ich denke mal, mit dem Haarnetz sollte es jetzt gehen. Können wir das kombinieren? Na, mal sehen. Ein dürftiger Kescher ja. für einen dürftigen Clown. So, und damit keschern wir uns jetzt auch im Fisch. Ganz einfach. Toll. Hätte ich das Ding einfach schon mal vorher gesehen, dann hätten wir uns nicht so einen abbrechen müssen. So, aber ich freue mich jetzt lieber, anstatt hier rumzumeckern, ich freue mich lieber, dass wir jetzt weiterkommen. Und dass wir jetzt hoffentlich auch einen Fisch aus dem See fangen werden mit dem schönen Kescher. Jawohl, das hey, sieht gut das aus. Hey, das hat ja tatsächlich funktioniert. Da hat der ungeschickte kleine Bruder wohl doch mal was geschafft, hä? Yippie, und wir haben den Fisch. Bitte sehr. Ich habe es geschafft. Ich habe einen Fisch gefangen. Ja. Oh, miam. Das ist die erste gute Nachricht seit Monaten. Erzählst du mir jetzt von deiner Mission? Ich habe es ja versprochen, aber sei gewarnt. Wenn du mir hilfst, begibst du dich in große Gefahr. Die Askil sind mir dicht auf den Fersen. Ich sollte mich eigentlich schon gar nicht mehr hier aufhalten. Jetzt übertreib mal nicht. Du hast ja keine Ahnung. Also, bist du dir ganz sicher, dass du damit reingezogen werden willst? Das hatten wir doch schon. Ich bin mir absolut sicher. Wie du willst. Also, hast du schon einmal von Sharna gehört? Ich weiß nicht, was wir da jetzt nehmen sollen. Ich mache einfach mal das obere. Sharna, Sharna, Sharna. Da läutet etwas, aber sag du zuerst. Sie ist ein Orakel, eine Art Hellseherin. Und der Legende nach wohnt sie hier irgendwo im Herbstwald. Aber es ist wohl doch nur eine Legende. Ich habe mich schon halb tot gesucht. Ich werde die Suche abbrechen. Ich darf mich nicht zu lange hier aufhalten. Ich fürchte nämlich, die Askil sind mir auf den Fersen. Sag mal, wegen dieser Sharna. Ja, was ist mit ihr? Ein Orakel? Kann sie auch Träume deuten? Natürlich. Dann muss ich auch zu ihr. Vielleicht haben meine Träume etwas zu bedeuten. Ich kann dich ja mit hinnehmen. Wirklich? Das wäre großartig. Endlich werde ich rausfinden, was es mit diesen Träumen auf sich hat. Vorausgesetzt natürlich, wir finden sie. Was willst du denn von Sharna? Corona ist weit entfernt. Ohne Hilfe würde der Weg dorthin Monate dauern. Ich habe die Hoffnung, dass Sharna Rat weiß. Es muss eine Möglichkeit geben, den Weg zu verkürzen. Wo soll ich denn nur anfangen zu suchen? Ich weiß nur, dass sie in einer Hütte mitten im Herbstwald leben soll. Aber wo genau? Keine Ahnung. Ich bin über die Hügel im Osten gekommen. Von da aus hat man einen ganz guten Ausblick über das Tal und den ganzen Herbstwald. Aber eine Hütte? Fehlanzeige. Das Einzige, was auch nur entfernt an Gebäude erinnert, sind diese Ruinen im Westen. Aber da war ich auch schon. Ein paar Säulen und Statuen. Sonst nichts. Dann gibt es da wohl noch eine Höhle nahe der Berge. Tja. Und schließlich bliebe nur noch der Wald selbst. Vielleicht kann man sich ja von diesem riesigen Baum im Süden einen Überblick verschaffen. Wenn du willst, zeichne ich dir diese Punkte auf deiner Karte ein. Tja, das wäre zumindest ein Anfang. Genug von Sharna. Lass uns über etwas anderes reden. Wie du willst. Was hast du denn sonst noch auf dem Herzen?
Bis später. Ebenso. Und melde dich, sobald du einen neuen Hinweis auf Shana hast, ja? Alles klar. Danke, Bobby. Jetzt müssten wir auf jeden Fall diverse neue Punkte auf unserer Karte haben. Jawohl. 3 Stück, wie ich sehe. Einmal die Ruinen, der Baum und die Höhle. Da müssen wir jetzt überall nach Shana suchen. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo Shana sein wird, ob wir sie überhaupt finden werden. Und wo ich anfangen soll zu suchen. Aber ich würde vorschlagen, wir fangen einfach hier links an, mit den Ruinen. So, da sind wir. Ein bisschen machen wir noch, glaube ich. Ein bisschen Zeit haben wir noch. So, ich hoffe, jetzt übersehen wir nichts wieder diesmal, wie mit dem Haarnetz. Wo ich immer noch nicht sicher bin, ob das Haarnetz von Anfang an da hing oder ob das dann plötzlich einfach irgendwann da war, nachdem wir was Spezielles gemacht haben oder so. So, irgendwas war doch hier. Da ist eine Statue, da ist ein Busch. Komm mal ein Stückchen weiter, Cedric. Genau, das wollte ich nämlich, dass hier das Bild ein bisschen weiter geht, aber hier ist auch nichts mehr. Okay, dann untersuchen wir erstmal die Statue. Entweder hatten die Menschen früher seltsame Köpfe oder schlechte Bildhauer. Ah, da ist noch eine kleine Schildkröte, okay. Ich habe das Bedürfnis, ihm ebenfalls die Zunge rauszustrecken, aber das wäre unter meiner Würde. Können wir das angrabbeln? Nein, da bewegt sich nichts, wie in meinem Leben. Zu schwer. Und da ist noch eine Schildkröte, okay. Die Statue einer Schildkröte. Warum der Künstler sich gerade für dieses Motiv entschieden hat, bleibt dem Betrachter verschlossen. Ja, ich finde, das sieht mir aus wie eine Schnecke. Schildkröten sind stumm, irgendwie sympathisch. Kann er das anfassen? Oh, er nimmt das mit. Ist ernsthaft? Okay, so sieht es mehr aus wie eine Schildkröte. Süß. Nimmt er die andere auch mit? Die Statue einer Warum der Künstler sich gerade für dies... Ja. Tatsache, okay, mitgenommen. Die Zunge können wir uns noch näher betrachten. Da steht auf irgendwas drauf. Auf der Zunge ist etwas eingraviert. Hier steht, in Gedenken an die mächtigen Meeraugen. Sie beschützten unsere Welt über Jahrtausende hinweg. Sie wachten über uns aus zahlreichen Augen. Wir brachten ihnen die runden, grünen Früchte der Fatali-Baumelone als Opfer dar. Und sie dankten es uns, indem sie Licht in unser Leben brachten. Steinmetzpoeten. Okay, kann damit auch noch nicht irgendwas anfangen. Ich habe das Bedürfnis, ihm ebenfalls die Zunge... Aber das wäre un... Das kann ich nicht mitnehmen. Es ist in den Stein gemeißelt. Okay. Moos? Also ich finde eher, da ist noch so ein Bild drauf, ne? Moos. Na gut, was sagst du zu dem Moos? Da wächst eine dichte Moosschicht auf der Statue. Bin ich wirklich schon so tief gesunken, dass ich darüber nachdenke, Moos zu essen? Also das Moos wegwischen? Mit bloßen Händen bekomme ich das Moos niemals ab. Okay, mit dem Taschentuch oder was? Oder mit der Schaufel? Ich probiere es erstmal mit dem Taschentuch. Das könnte klappen. Taschentuch. Nanu, was haben wir denn da? Ein Loch. Ein Wappen und ein Loch. Hier war tatsächlich etwas unter dem Moos. Eine Vertiefung direkt neben einem königlichen Wappen? Das scheint mir eine Art Mechanismus zu sein. Ich sollte Bobby davon erzählen. Okay. Ich bin mir sicher, dass er das übersehen hat. Und irgendwas muss man da wahrscheinlich reinstecken. Ich habe das Bedürfnis, ihn ebenfalls... Aber das wäre... Das kennen wir. Das kann ich nicht mehr. Es ist in den... Okay, jetzt schauen wir uns mal das Loch an. Hier fehlt offenbar etwas Bestimmtes. Eine Art Schlüssel? Ja, ja, sowas denke ich auch. Ein Hoch dem König, der sich in seinem Schloss einschließt, das Land verfallen lässt und sich nicht gegen das nahende Ende zur Wehr setzt. Ein Hoch. Kannst du da mal reingrabbeln, einen Finger reinstecken oder Hier so? Hier fehlt offenbar etwas, eine Art Schlüssel? Okay. Schauen wir nochmal ganz genau. Okay, mehr ist an diesem Stein-Dingens-Statuen-Teil nicht. So, aber da hatten wir noch das Gebüsch. Das werden wir uns gleich anschauen. Da ist noch ein Tor. Können wir das Gebüsch erstmal wegmachen wahrscheinlich? Erstmal nachschauen. Da scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Ja. Hallo, Shana? Mit bloßen Händen bekomme ich dieses Gestrüpp niemals weg. Aber ich sollte diese Idee im Hinterkopf behalten. Für den Fall, dass ich mich irgendwann von giftigen Dornen perforieren lassen will. Nee, wir haben doch noch eine Schaufel. Nimmst du die einfach dafür, Cedric? Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Mit der Schaufel kann ich hier wenig ausrichten. Eine Heckenschere wäre hier eher angebracht. Okay, dann wird der Stock auch nichts bringen. Dann müssen wir irgendwas anderes noch hier machen. Da hinten scheint es eine Art Weg zu geben. Ich muss hier irgendwie durchkommen. Es ist verschlossen und ich sehe auch kein Schlüsselloch. Eine typische Cedric-Situation.
Hallo? Okay. Shana? Also ich denke mal, wir brauchen irgendwas, um das Gebüsch zu beseitigen. Und dann brauchen wir natürlich was, um das hier in das Loch zu stecken. Das wird wahrscheinlich der Toröffner-Mechanismus sein. Könnte ich mir vorstellen, weiß ich allerdings nicht. So, dann werden wir uns jetzt weiter auf den Weg begeben und einen der nächsten Orte aufsuchen. Ach, guck mal, wir haben übrigens hier mitten im Herbstwald auf der Karte ja auch nochmal einen Entwicklerkommentar. Fällt mir jetzt das auf. So, aber ich denke mal, wir bleiben mal hier an diesem Bildschirm. Ich werde hier die Folge beenden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wir sind ja endlich weitergekommen. Juhu, ich freue mich so drüber. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Macht es gut, bis dahin. Tschüssi.